Und damit wieder willkommen zurück zu Let's Play God of War Ragnarök. Jawohl, wir kämpfen jetzt hier mit oder gegen Heimdall. Na, hat's wehgetan? Ich spüre, wie frustriert du bist. Das ist unglaublich befriedigend. Was jetzt, Bruder? Der Speer bleibt unsere beste Chance. Wer das noch? Ah, guck mal, so können wir ihn... Du dachtest, der Stock verschafft dir einen Vorteil? Hey, Vorsicht! Die Armschienen sind neu. Na komm. Wie der Vater, so der Sohn. Boah. Okay, also damit können wir ihm zumindest ein bisschen Schaden zufügen. Mit dem Stock eines alten Knackers besiegt. Wusstest du, dass dein Sohn wie eine Gans klingt, wenn er verletzt wird? Du hast mich echt getroffen. Oh nein. Langsam. Blocken Sie Angriffe oder weichen Sie aus? Wenn sich Zeit verlangsamt, aha. Ich weiß gar nicht, wann mich das letzte Mal jemand getroffen hat. Komm, komm, komm. Na los, du kannst es doch. Warte nur auf den richtigen Moment. Ja, ja. Also, Schmerzen hatte ich schlimmer in Erinnerung. Langsam. Ja, ja, Heimdall, du bist... Gehörst mir. Oh, jetzt mal den da, so. Mir hat das auch nicht gereicht. Jawohl, komm mal, so kriegen wir dich. Oh. Und du glaubst, du bringst Asgard zu Fall? Ja. Wirklich? Schön langsam. Na. Jetzt! Na. Gut gemacht. Mehr Spaß für mich. Komm. Naja. Doch. Sehr schön. Du schlägst zu wie eine alte Kuh. Schön langsam. Ja, immer wenn er halt verlangsamt. Boah. Naja. Weg, weg, weg. Was? So. Na bitte. Eine Rüstung Toll. Für einen Gott. Aha. Ah, die aber, glaube ich, auch gar nicht mal so krass viel aushält, hä? Na. Komm. Fuck. Weg, weg, weg. Ja, und wir sind down. Na gut, dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Ich sag ja, gegen Heimdall, da habe ich das Gefühl, es wird ein bisschen länger dauern. Deswegen habe ich daraus auch jetzt eine eigene Folge gemacht. Komm, weg, Kratos, weg. Oder hol wenigstens den Schild raus, ja. Komm. So wie eine alte Kuh. Na. Ich weiß nicht, ob ich überrascht sein soll oder angepisst. Na los, du kannst es doch. Das ist deine Entscheidung. Den richtigen Moment. Komm. Und du glaubst, du bringst Asgard zu Fall? Ja, komm, den Spruch, den haben wir eben schon mal gehört. Schön langsam.
So. Also, Schmerzen hatte ich schlimmer in Erinnerung. Fuck. Jetzt! Ja, ja. Ach, Runangriff geht nicht. Komm. So, guck mal, hä? Na. So. Ach, guck mal, so kassiert er wenigstens auch ein bisschen. Na bitte. Eine Rüstung für einen Gott. Ja, ja. Ah. Wo ist er jetzt hin? Da! Ja, komm! Warum geht der Runangriff nicht? Komm, jawohl. So. Also, komm. Ah, Mist. Komm. Na los. Glück. Mehr ist das nicht. Na schön, halt, halt. Was geht vor sich in diesem leeren Schädling? Oh nein, 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 nein. Du willst mich verschonen? Aus Mitleid? Lass gut sein und du lebst. Geht's hier um den kleinen Bengel? Oh, jetzt werde ich ihn auf jeden Fall ausweichen. Das ist deine letzte Warnung. Eine Warnung wird wohl nicht reichen. Meinst du, du könntest einfach weggehen? Nein. So wird das hier nicht laufen. Du entscheidest nicht über mein Schicksal! Du bist tot, Sonnenschein. Na, ganz klasse. So, komm. Du hast dein Mund viel zu voll genommen. Ja, ja. Komm. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin Vollpfeife. Der Asen. Der Herold von Ragnarök. So, komm. Bam, bam. Ich werde den kleinen Mischling finden und ihn zu Brei schlagen. Das werden wir sehen. Nur
Keiner von uns beiden überlebt das hier. Und ja, und das werde ich sein. Auf keinen Fall du sein. Schauen wir mal. HP-technisch sieht es für uns beide nicht ganz so geil aus. Ah. Ja, schön, dass ich nicht mehr ausweichen konnte. Gleichfalls. Nein. Nein. Oh. Jetzt habe ich genau in dem Moment einen Runenangriff gemacht, wo er nochmal zugeschlagen hat. So, komm. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Wächter der Asen. Der ja. Herold von Ragnarök. Komm. Jawohl. Obwohl, das hat, glaube ich, gar keinen Schaden gemacht, oder? Hopp. So. Ja. Und das wird auf keinen Fall du sein. Ja. Komm. Sag es bloß nicht, mich zu verschonen. Okay. Ich bin dran. Meine Güte, Heimdall, dann stirbst du halt. Wirklich genug von dir. Gleichfalls. Ah. Ja. Ja, komm. So, jetzt. Na, komm. HP? HP. Komm, Kratos, weg. Weg. Hm. Schauen wir mal, was passiert, wenn das einfach mal Rage. Das war... Ich weiß nicht, ob wir das Schicksal brechen oder das Schicksal uns. Gute Frage. Wohlverdiente Strafe. Kämpfen Sie gegen Heimdall. Heimdall war so wie beschrieben, ein boshafter, großspuriger Tyrann und schrecklicher Gegner. Sein gutes Gespür war nicht zu unterschätzen und das galt auch für seine Fertigkeiten mit dem Bifrost. Als ich einen Hieb ausführte, der den Kampf hätte beenden sollen, versuchte ich, auf die Stimme in meinem Kopf zu hören, die sagte, dass er geschlagen und es nicht wert wäre, getötet zu werden. Aber Heimdall spürte mein Mitleid und es beschämte ihn. Sein Stolz würde es nicht erlauben, meine Gnade zu akzeptieren, also ließ ich ihm letztendlich keine zuteil werden. Es war nicht meine Entscheidung und doch verspüre ich Befriedigung. Habe ich die Aussage der Nonne nun bestätigt oder widerlegt? Tja.
Gute Frage. So. Heimdall ist dort. Super, wieder ein Gott auf dem Gewissen. So, was haben wir hier? Emblem der neuen Welten. Mhm. Heft von Hofhut. Das Schwert, das einst von Heimdall dem Wach und der Asen geschwungen wurde. Es hat schon viele Köpfe und ja, weiter weiß ich nicht. So. Gut, gehen wir weiter. Schauen wir mal, wen wir hier noch so antreffen. So, auf jeden Fall der Gesundheitsstein, sehr wichtig. Ne, doch nicht, wir haben ja volle AP. Hoppala, Schluck auf. So. Aber ich bin mir sehr sicher, das war's hier noch nicht, oder? Hey, Hilfe! Wenigstens die Rettung läuft gut. So, ja. Ach, hier kommen wir lang. Was haben wir da noch? Hacksilber. Und Rage. Ah, nehmen wir mal mit. Hm, war hier gerade noch was? Nee. Natürlich. Natürlich, natürlich. Ja. Nein, wirklich. Wir müssen ihn hier rausholen. Ich schätze ihn, aber wir kommen nicht durch die Tür. Eine Falle. So, komm. Jetzt erstmal down mit dem. Boah, sofern wir überhaupt noch lange genug leben dafür. So, komm. Was ist hier? Ich dachte schon, wir sind dann jetzt tot. Aber noch leben wir. So, gut. Und ihr seid noch da, hä? Oder du da oben zumindest. Wir halten das nicht ewig durch. Ich habe eine Idee. Was denn für eine? Schauen wir mal, was wir hier oben so haben. Haben wir hier irgendwo irgendwie mal HP oder sowas? So. Na, mein Gott. Jetzt habe ich das Schild nicht rechtzeitig rausgekriegt. Sehr gut. Na komm. So, wen haben wir noch? Dich haben wir noch. Ja, ja. Mhm. So. Keine HP, keine HP. Ja, toll. Und hat mir direkt mal einen ganzen Haufen HP abgezogen. Ja, komm. Und wir sind schon wieder so gut wie tot. Und, ach, natürlich. Komm, ich verschwinde mal wieder von hier, hä? Ja. Beam dich her, ist kein Ding. Ja. Oh Gott, ey, ein Schlag und wir sind halt tot, ne? Das ist so. Ja. Ich hab diesen Typen aus irgendwelchen Gründen gerade für Freya gehalten. Ja. Ganz klug. Ganz, ganz klug. So, wo kommen wir raus? Vermutlich, wo dieser Typ hier wieder auftaucht, oder? Vorteil ist, wir haben den jetzt voller HP. Na toll.
Dann wird uns quasi einmal entgegengesprungen. Er und ich. Komm. So, komm. Ja, ja, komm. So, dass wir erstmal den Großen hier wegkriegen, oder? Ich glaube, das ist... Ja. Weil von hinten deckt mich auch wieder keiner. So. Dann ihr noch. Ja. Gleich. So, erstmal sammeln wir das hier noch ein. Aus dem Gefängnis entkommen. Hm. Sonst noch irgendwas hier? Nee. Ich trage ihn. Was? Nein, ich schaff das. Weiß ich nicht. Tust du nicht. Au, 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 langsam. Zu mir, mir nach. Wir haben hier Gesellschaft. Oh nein. Bogenschützen. Ernsthaft? Ach komm, ich hab doch gedrückt. Hey, ich bin Atreus. Geht's dir gut? Hallo? Nein. Halt durch! Na gut. Sie fast da, oder? Rechte Seite! Weiter vorwärts, wir sind fast am Schluss! Oh, ein Glück. Wo ist das Boot? Wirf das in den Fluss. Beeilung, das hält sie nicht lange auf. Ja, natürlich. Skidbladnir, Freyrs Boot. Sie sammeln sich. Wir sollten los. Das ist übel. Festhaken! Ihr hättet euch mal sehen sollen. Ganz ruhig. Es fliegt! Wir fliegen! Damit hatte ich gerechnet.
Wir haben Gäste! Da ist noch einer! Ich wusste, dass es zu gut lief. Etwas Hilfe? Sie sind zu schnell! Achtung! Ich kann keinen anvisieren. Hinter dir! Der hier, Fee. Der wird uns gleich wieder angreifen. Der hier, Fremder. Wir gehen. Der hier ist ja auch Rizama. Egwet, Einert, Aldri, Deir. Domer von Dautonwerk. Hirgir, nein! Für Vanaheim! Ach, komm schon. Glaubst du wirklich, das ist Pilgers Ende? Glaubst du, er hat das überlebt? Er sitzt da unten und macht sich die Fingernägel mit den Federn der Bestie sauber. Du wirst sehen, es... Es muss so sein. Wir sind fast da, Ingvi. Halte nur noch ein bisschen durch. Ich schätze, im Moment habe ich keine Wahl. Okay, hätte ich gewusst, dass wir jetzt erstmal eine 5 Minuten Cutscene haben, dann hätte ich vorher nochmal einen Cut gemacht. Lunda! Lunda, wir brauchen Stoff und kochendes Wasser. Rotwurzel und... Gartenschaumkraut, ja, ich weiß. Glaubst du, ich hätte nie eine Blutung gestillt? Oh, nun mach dir mal keine Sorgen, Mann. Ich hab deine Sachen nicht angefasst, während du gefoltert wurdest. Verdammt, Lunda! Sachte! Wieso maulst du mich an? Ich hab dich nicht abgestochen wie ein Schwein. Nichts für ungut. Freya, würdest du ihr helfen? Oder lieber alles selber machen? Halt still! Sie macht das Gröbste, dann bringe ich dich zu Sindris Haus. Meine anderen Kräuter sind da. Solange beschützen wir die Welt. Mit 4 Leuten. Vanaheim ist in guten Händen. Feier in Sindris Haus, ja? Wo immer das ist. Dein Boot. Nein, dein Boot. Nur zu, nimm es. Segle empor, sonn dich ein wenig auf dem Bug. Du könntest es vertragen. Mach einen Warngott stolz. Ey, habt ihr sein Boot? Toll. Er ließ mir keine Wahl. Weil es notwendig war. Nicht, weil es geschrieben steht. Jawohl. Kreaturen der Prophezeiung. Abgeschlossen. Sehr schön. Laut der Prophezeiung läutet das Gjallarhorn Ragnarök ein. Was auch immer es macht. Ich habe in Odins Bibliothek davon gelesen. Es soll... Atreus, das besprechen wir unter uns. Genau. So, und ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal wieder einen kurzen Cut. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis dann.